Hallo, ihr lieben Internetmenschen. Ich hatte gerade mal wieder den Impuls, spontan einfach zu filmen, denn ich werde aus dieser wunderschönen Wohnung ausziehen. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit beim Packen, weil wenn man seine Schränke ausräumt, findet man ja immer einen Haufen Zeug, an das man sich gern zurückerinnert. Und ich dachte, es wäre vielleicht ganz witzig, euch mal mitzunehmen. Und dabei ist mir gerade so aufgefallen, dass ich es sehr bereue, dass ich nicht mal so ein Roomtour-Video gemacht habe. Jetzt nicht zwingend für YouTube, sondern auch einfach für mich selber. Denn die Hütte hier ist meine erste eigene Wohnung und ich liebe es hier sehr. Und ich bin ein bisschen traurig, dass ich hier ausziehe, auch wenn ich natürlich sehr happy bin, mit meinem Liebsten zusammenzuziehen. Aber ja, die Wand ist schon ziemlich leer. Da stehen auch schon Kartons. Und generell sieht es hier aus wie scheiße. Okay, hier sind schon mal alte Fotos. Da kann man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Hier sind lauter gebrannte CDs mit Fotos aus Schulzeiten. Und hier, man sieht es nicht, aber ich habe mal in einer Band gespielt und das ist unser Album. Ich glaube, ich sollte darüber auch mal ein Video machen und die ganzen peinlichen Videos zeigen. Oh, noch mehr Fotos. Oh, noch mehr Fotos. Ja, das hier sind VHS-Kassetten. Ich habe schon richtig, richtig viele aussortiert, aber es gab ein paar, von denen ich mich nicht trennen konnte. Adams Family, die schmeiße ich auf gar keinen Fall weg. Diese Rotkäppchen-Verfilmung, die liebe ich so sehr. Diesen Fred Feuerstein-Film, kennt ihn jemand? Ich liebe ihn. Klebt jetzt ein Haar von mir mit, ne? Sehr schön. Mit Cuttermessern schmeißen ist auch immer eine fantastische Idee. So, ich blätter jetzt mal random in Fotoalbum rum, bevor ich sie reintue. Dieses Heftchen war übrigens von mir und Sophie früher. Man hat ja sonst immer im Unterricht vielleicht mal so einen Zettel geschrieben, den geknödelt und geworfen. Wir hatten dieses ganze Buch, was durchs Klassenzimmer flog. Davon werde ich mich auch niemals im Leben trennen können. Oh ja, dieses Fotoalbum hat meine Oma mir mal zusammengestellt. Das sind meine Omi und ich. Dieses Kleid habe ich so geliebt. Man sieht es leider schlecht, aber es sind pinke Herzchen drauf. Hier habe ich meinen Sitzsack geschenkt bekommen. Das ist der hier. Den habe ich immer noch. So sah ich aus, als ich den bekommen habe. Oh ja, früher, wenn es bei mir in der Familie so Grillfeste gab, bei Oma im Garten und so, dann war mein Vater immer dafür zuständig, die Kinder so durch die Gegend zu schleudern. Das war der Shit. Dieses Foto ist so geil. Es war Campingurlaub an der Ostsee vor der ersten Klasse. Das war fantastisch. Da habe ich mir selber Pfeil und Bogen gebaut und habe mit einem angespitzten Pfeil beinahe eine Frau getötet. Das klingt jetzt vielleicht dramatischer als es war, aber dieser Pfeil ist wirklich hoch in die Luft und genau neben ihren Füßen wieder in den Boden eingeschlagen. Ach Gott, schaut euch doch mal an, wie artig ich da aussehe. War ich natürlich auch immer ein sehr artiges Kind. Oh, meine Volkstanzgruppe, die ich früher war. Hier ist ein Foto drin. Das hat jemand netterweise für mich in groß ausgedruckt und mir geschenkt, weil die Person der Meinung war, ich sollte unbedingt dieses Foto haben. Ja. Tja, ohne Worte. Oh, auch wieder sehr, sehr fashionable. Da bin ich 9, da war ich mit Stiefmama und der Gruppe von Jugendlichen, mit der sie zusammengearbeitet hat, im Ferienlager in Tschechien, glaube ich. So, dann haben wir hier leere Karteikarten. Scheine ich ja richtig aufgebraucht zu haben. Ah, hier Schenkpapier, was ich mal aufgehebt habe. Oh. Oha, Schulzeugnisse. Halb Schuljahr, erstes Halbjahr 97, 98. Dari ist eine sehr lernfreudige Schülerin, die zu ihren Mitschülern ein sehr gutes Verhältnis hat. Aufgeschlossen und willig arbeitet sie in jeder Unterrichtsstunde aktiv mit. Fremde Wörter liest sie fließend, überblickt ganze Sätze, erfasst deren Inhalt und kann ihn anschaulich wiedergeben. Stets ist sie um ein sauberes Schriftbild bemüht, jedoch muss es ihr noch besser gelingen, die Buchstaben in den Wörtern gleichmäßiger zu schreiben. In Mathematik löst Dari die Grundaufgaben bis 20 selbstständig, zeitgemäß und fehlerfrei. Dari singt gern und hat ein sehr gutes Rhythmusgefühl. Ich habe euch ja dieses kleine Heft gezeigt, was ich früher mit Sophie in der Schule zum Schreiben hatte. Das ist ein weiteres. Ach ja, das war noch selten. Oh, wichtig, ein Hello Kitty Halloween-Kalenderblatt.
meinen Ordner aus dem Kindergarten mit den Bildern, die man so gemalt hat. Oh, eine Katze. Und ich weiß noch, da war ich so traurig, als mir das verlaufen ist. Oh, war ich traurig. Also sauer war ich. Meine Tante hatte einen Pool und der hat mich immer sehr beeindruckt. Deswegen habe ich ihn gemalt. Fantastisch. Oh, mein Wunschzettel. Ditte war diese Shelly mit dem Bett, die Heik auch so ja bekomme, die Heik so ja noch. So, hier sollte man auch, glaube ich, irgendwas malen. Ich glaube, Ferien, Schullandheim, Lagerfeuer. Und hier ist mir schon wieder das Gleiche passiert. Ich habe nicht aus meinem Fehler gelernt. Oh, das war Modenschau, erstes Lehrjahr, Thema venezianischer Fasching. Und das war mein Kleid. 2003 habe ich damit angefangen. Und da habe ich drauf geschrieben, also das bin ich und meine seltsamen Erscheinungsbilder. Ja. Oh, hier sind noch mehr Fotos. Ich hab echt viel fotografiert. Vor allen Dingen habe ich da einen Schrank. Das ist eine Schublade mit noch mehr Fotos. Das war mal ein Bewerbungsfoto vor 1000 Jahren. Schaut euch diese fantastischen Augenbrauen an. Und keine Piercings im Gesicht. Schrecklich. Ich hatte da welche. Ich habe sie nur fürs Foto rausgenommen. Ich glaube, so ein Bild hatte jeder. Ich finde, ich habe mich überhaupt nicht verändert. So, was packen wir jetzt ein? Ich hatte da beim Fernseher noch einen Schrank mit Dekokram und diesem fantastischen Mikrofon. Natürlich muss ich meine Berliner Luftflaschen-Deko-Angelegenheit auch sorgsam wegpacken, wie zum Beispiel diese hier. Da habe ich so Korken reingesteckt, wo LEDs drin sind und dann leuchten die. Oder natürlich dieses coole Glas, was ich aus einer Flasche gemacht habe. Das ist das Erste, was ich hier in der Wohnung aufgehangen habe. Es sollte eigentlich das Letzte sein, was ich abmache. Aber ich möchte es lieber sicher verwahren. Das hier ist wohl das Beste, was ich von Harry Potter habe. Ich glaube, ich habe es noch nie, ich habe es bei Instagram erzählt. Und zwar Dachi und der vierte unverzeihliche Fluch. Und das ist das Hörbuch und das ist das Buch. Das habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Es ist fantastisch. Es ist meine eigene Harry Potter Geschichte, in der ich nach Hogwarts komme, mit irgendwie Freunden drin und Insider-Witzen. Und was ist das hier? Meine kleine bescheidene Scheibenwelt-Sammlung, zu der unter anderem Nanny Ochs Kochbuch und der Stadtführer von Ankh-Morpork zählt. Das ist so lustig, so geil. Sam und Dean. Meine Packstrategie ist übrigens die, dass ich immer Schweres und Leichtes zusammen in einen Karton packe. Das ist zwar dann immer ein heilloses Durcheinander, aber jetzt sind hier zum Beispiel Bücher drin und jetzt würde ich nur noch leichtes Zeug reinpacken. Irgendwie Dekokram, Stoffe, irgendwas, was leicht ist, damit der Karton einfach nicht 80.000 Kilo wiegt. Wo ist denn jetzt der Stift? Das sind so die ganzen Schnittmuster, die ich so habe. Das ist mein Schnittkonstruktionsordner aus dem ersten Jahr, ja. Als der Ordner bewertet wurde und wir die zurückbekommen haben, hat die Dozentin zu mir gesagt, dass sie ja ganz erstaunt war, dass meins so ordentlich ist. Und ich mir denke, weil ich bunte Haare und Piercings habe, erwarten sie von mir, dass ich einen voll gekackten Ordner abgebe oder was? Da war ich ziemlich pisst. Hier haben wir alles mögliche an Nähproben, auch super wichtig. Alles, was es so an Taschen, Reißverschluss, Kragenvarianten so gibt, musste man ja mal üben. Und der Ordner aus dem zweiten und dritten Lehrjahr, also der sah dann nicht mehr ganz so schön aus. Das sind meine Schnitte von meiner Abschlusskollektion. Das war viel Arbeit. Das Licht ist irgendwie scheiße. Tut mir leid. Da war ich in der Bibliothek von der HTW und habe mir ein ganzes Buch kopiert und habe hier schon angefangen, irgendwann mal die ganzen Seiten zu zerschneiden und in diesen Ordner zu tun und habe es aber nie fertig gemacht. Ich habe auch noch nicht einen einzigen Schnitt hier draus benutzt. Aber ich glaube, jeder, der näht, ob nun Schneider, Modedesigner oder Hobbynäherinnen, horten, glaube ich, eh Schnittmuster.
Das ist auch nicht die erste Kiste Schnittmuster. Habe ich auf jeden Fall gut was geschafft. Ich werde auch noch weitermachen, aber ich glaube, so viel interessanten Kram werde ich jetzt nicht mehr finden. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß, mit mir ein bisschen durch meinen Stuff zu gehen. Wie sieht's denn bei euch aus? Steht ihr auf Umziehen? Steht ihr nicht auf Umziehen? Seid ihr noch nie umgezogen? Wie oft seid ihr umgezogen? Wie sind eure Packstrategien? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr, sie zu lesen. Und lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.